Basis für deine Verteidigung. So. Verteidigung? Ich greife an, das ist bei Verteidigung genug. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. So. Wenn die Gesundheitsanzeige Yelp leuchtet, soll ich parieren, ne? Dazu kommt es aber ja nicht, weil... Weil der Typ ja nicht zum Angreifen kommen wird. So. So. Gib mir, was meins ist. Genau, Junge. Dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Ja. Wo? Komm her, du kleiner Pisper. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Ach so. Konzentrier dich. Ja, ich konzentriere mich. Ah ja. Hast die Geheimtinte verwendet, ne? Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Ach so, ist das so. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion? Ja. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Ach so, ist das so. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76. Ja, das kommst du ungefähr hin. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassiner. Ach, wirklich? Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Ja, ich glaube, der Typ ist aber einfach nur pennen gegangen auf dem Flur, wenn ich mich ja recht entsinne. Anzuschließen. Das ist jetzt ein Junge in Freiheit, würde ich sagen. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Genau. Ich will einzig und allein Elise finden. Genau, das ist nämlich so. Wie willst du das anstellen von hier drin? Na ja, dann breche ich halt aus. Ja. Was willst du damit machen? Willst du mir schon noch ein paar Prügel versuchen? 2 Monate später. Ist nicht allzu viel passiert in der Zeit. So. Nochmal. Nochmal? Au. Verkost, Pisspot. Was zum Teufel ist da los? Ja, das wüsste ich auch mal gern. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Eieiei, wenn das falsch auf sich wird, dann ist es aber alles verloren. Ja, die sehen nicht zufrieden aus. Das ist jetzt nur der Karneval, wenn ich das richtig sehe. Sichert die Gefangenen! Ja, was du tust, was tust du denn? Versteck betreten? Ja. An die Wand. Auf Westen. Ich hab dir gesagt, das geht schief. Gefangene an der Wand. Hallo E gedrückt halten. So. Den haben wir mal erledigt. Gut. Verschwinden wir aus dem Scheißloch. Genau, das machen wir. Jurto! Oh Jott, wo kommen denn die Wachen wieder her, diese Jagen? Da sind schon wieder billige Aushilfskräfte, ne? Halte sie mir noch vom Leib, Pisspot. Sollte mich einer abmoxen, werde ich die Du, ein Kampf mit dir nach unseren Regeln oder sterben? Genau. So. Sterb mal eben. Grad verbündeter Tod. Damit habe ich nichts zu tun. Halte sie mir noch von Leib, Pisspot. Sollte mich einer abmoxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Ach so.
Dann will ich das mal tun. Ja. So. Hätten wir das auch mal geklärt. Was? Heilen? Nee, sowas machen wir nicht. Ach so, mich heilen, dachte. Meinst du? Belek, ist die Tür offen? Erstmal muss ich aber hier klauen. Wir haben ein Problem. Oh, oder auch nicht. Mensch, was ist denn das für ein unfaires Mittel hier? Halte sie mir noch von deinem Pistol. Da! Moxen, wenn ich dich als Geist heimsuche. Ja, über. So. Bis. Ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. Was für ein Biss. Reicht. So. Also, das ist ja wohl. Ja, dafür werde ich leiden. Das ist mir egal. Nein, wegen mir brauchst du dich nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Alter! Wo kommen die alle her? Weg hier! Fenster? Welches Fenster? Ja. Darf ich dann mal abhauen? Hallo, ich kann den Kampf nicht verlassen. So, hätten wir das auch geklärt. Ich heile mich doch mal eben. Hallo, darf... Und jetzt? Hallo? So, einmal da. Ja, folgen ist gut. Ich bin vor dem Typ. Na gut, jetzt bin ich hinter dem Typ. So. Was mache ich denn hier? Ich will hier nicht Parkour laufen, wenn es nicht nötig ist. Hier lang. Feuer! Feuer! So! Feuert mal schön, wenn ihr wollt. Ja, ihr sollt eure Waffen niederlegen. Das ist mir aber egal, dass wir das sollen. Ne, sehe ich nicht. Was ein Amateur, der hat mich nicht einmal getroffen, der Typen. Und jetzt? Brillant, und wie kommen wir wieder runter? Das müsste ich auch mal jern. Ich mache ja erstmal ein bisschen Ausrauben. Die Leute haben ja so wichtige Sachen wie Wolle und Seife dabei. Dietrische haben sie auch. Das ist ja, was eine Wache in der Regel bei sich hat. Hallo? So. Darf ich dann auch mal? Was macht der Junge? Ja, wo ist der hin? Hallo? Ich will abstoßen. Darf ich mich vielleicht... Ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin hier einfach runtergesprungen, ohne irgendeinen Plan zu haben. Ja, hier nach. Wo bist du denn hin? Hä? Wo soll ich lang?
Ich kann, egal wo ich hingehe, komme ich nicht dahin, wo der ist. Ich bin hier gefangen. Ja, wie sie? Ja, darf ich mal weg? Ich will hier nicht schleichen. Da. Darf ich dann irgendwie da hoch? Ja, Deckung ver... Warum bin ich immer in Deckung? Ich geh jetzt runter. Ja, Ziel ver... Ich weiß ja nicht, wo das Ziel ist. Hä, wo ist der? Ich find den Typ nicht mehr. Und jetzt? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir. Ja, darf ich dann auch mal springen? Nicht dahin. Ja, geht. Ja, ich will dir ja nach, aber leider lässt mich das Spiel nicht. So. Hallo? Wo ist der hin? Ja, geht doch. Wartest du, Pissport? Zeit zu springen. Was? Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, Alter. Ja, das glaube ich aber auch. Ach so. Jetzt hoch mit dir. Dann hätte ich mir gedacht, dass du ein alter Säufer bist. Das muss jeder Assassine können, Junge. Was? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Ach so. Pass gut zu uns. Bis dann, Pissport! Ja. Du, zurück von der Kante. Nee, habe ich keine Lust. So und so. Hui. Tot. Ubisoft präsentiert. Ah ja, dann wissen wir endlich, was wir hier spielen. Nach was weiß ich, wie viele Folgen. Das ist ja gut zu wissen. So, da sind wir wieder daheim oder so. Guten Tag, ich bin wieder daheim. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Jetzt übertreibt doch nicht gleich. So lange war ich jetzt auch wieder nicht weg. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Ja. Ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Was? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Genau. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Ach so. Und auch wer deiner war. Was? Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Ach so. Du Assassine. Ich Templerin. Was? Du? Schockiert dich das? Dann muss ich dich schon umbringen, ne? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Ja, das ist wohl so. Hattest du doch. Was? Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Das ist... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Das war ein Spambrief. Das habe ich schon genau gesehen beim ersten Mal. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant.
Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Also. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ja, das ist ja... Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Dann wüsste ich schon mal auch mal gern. Bitte. Geh einfach. Jetzt machst du mich schon schuld dafür, dass ich Briefe, die ich nicht gelesen habe, nicht dahin bringe, wo sie hin sollten. Das ist ja unfassbar.